So, hallo, da sind wir wieder. Bam! Scheißdreck-Zombie da, verdammter Mülli! So, da hat auch ein Loch im Kopf. Come on, please! Jetzt ist bestimmt... Ja, das Boot ist weg! Ja, super! Toll gemacht, Ben! What are you doing? Don't get mad. The boat's gone. No shit, it's gone. Relax. Ben, what happened? They were waiting for me in here. Who? Vernon, his whole crew. Was Clementine with them? No. He seemed pissed you guys lost her and, well, they took it. They're gone. Ben, you are worthless. Ja, was hätte er denn machen sollen ganz allein? Die waren zu fünf. What happened to your arm? We cut it off. Ben, I could just kill you right now. Da komm jetzt, Kenny, da kann er jetzt wirklich nichts dafür. I can't believe you didn't even put up a fight. Ihr? Die waren doch bei mir. Die Christa und Omid waren doch bei mir. Da ist irgendwie ein kleiner Spielfehler. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Ja, du hast recht. Weg hier. Zumachen! Rein ins Haus! This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Die hat nicht den Kopf, das Boot können. Do you remember we had a boat? Christa. Ja, Christa, a boat! Recht. Christa's right. Boat was a pipe dream. We still go after Clem, and then we get out of Savannah and rethink our entire plan. Rethink? How about we just think for once? That's what I'm saying we do. Calm down, Kenny. Yeah, chill. We can do this in the yard. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Keine Ahnung. Raus aufs Land, sucht euch einen kleinen Ort, holt ein anderes. Nein, komm weg hier. Weg hier. To the countryside. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying, we should all chill. Not just you. Chill? Bandits? Hey, chill! Here's some pills! Vernon, chill! Here's our fucking boat! This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault! Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny! Das ist hart. Moment mal, Ben. Vorsichtig, Kenny, hör auf. Ja, Vorsicht! Nicht übertreiben jetzt. I am so, so, da kann er doch jetzt wirklich nichts dafür, ganz alleine. Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, shit! Here they come! In the house! Oh, no, so viele! They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa! Die vorderen Fenster! Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Los, los, los! Christa wird sich das merken! Kenny! So, und du, Waffen, genau, verschieb Möbel, du hast Kraft, anything you can up against the doors and windows. Alles verrammeln! That's what I was thinking. Genau. Bill. So. Und du, hilf, oh, geh nach oben! Go upstairs! And do what? Just go! Omid! What is it? Die Vordertüren, hey, helft alle Omid! Everyone, help Omid now! Hau ab, du Fenster! Hau ab! Ich reiß dich auseinander, du Arsch! Oh, jetzt ist die Hand abgefallen! Hey, help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! Guck mal da in die Möbel rein! Hier, hier! Schau, öffnen! Komm!
Ah, jetzt ist das wieder leer. Da ist noch was. Da kommt... Ja, genau. Ein Hockeybein. Take your goddamn arms off. Weg mit den scheiß Armen. Ja, da. So, komm nicht damit. So, zack. Oder aber, zack. So, jetzt ist gut, oder? Ach, da ist noch einer. Hopp. So. Now what? Oh, es wird schon wieder orange. Wir bereiten uns auf den Kampf vor, das wird halten. Psst, wir stecken uns. Nein, wir bereiten Get uns ready vor. To fight. This place seems sturdy to me. Ja. I think we're fine. Solide Hütte, glaub ich auch. Ah, Scheiße, von wegen solide. Sturdy my ass. Get upstairs. Go! Drecksbude. Nein, die Brie. Ah, fuck. Guys, help me with this. Ja, schieb einen Schreibtisch, ja, dann schieb, komm! Schieb! Was ist denn jetzt? Nochmal schieben, komm! Schieb! Everyone get to the end of the hallway! What do we do now? This will slow him down! Get to the end of the hallway! And take a fucking stand! Can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? 3. 5. 4. 2. You all know where to aim. Irgendwie 10, 15 Schuss haben wir alle zusammen. Das ist aber scheiße hier. Das sind da 30 Zombies mit 15 Schuss. Okay, dann hat sie jetzt noch 2. Ich lass sie mal erstmal zuerst schießen hier. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? There's no goddamn opening! Up! Go! Ach, Tine, die kommen schon über den Tisch! Marine! Die einzige Knarre, die noch Munition hat. Here, I'm not good with these. Ah, der hat die aufgehoben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, Ben, das war super. Das war richtig super. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. Stimmt. I'm sorry. Wir hätten nicht hochkommen sollen. Es muss einen anderen Weg geben. Wir kämpfen uns den Weg durchs Haus frei. Can't we fight our way back through the house? I've got a weapon. What else do we have? Not much. It'd be a goddamn mess going back down there. I'll go. We're no good to Clementine dead. Hey. You're not looking great. And you're warm. Ja, ich weiß, dass der Lee heiß ist. Lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Mir geht's gut, keine Sorge. Don't. Oh, Clem! I'm okay. Clem! I'm really paranoid. No! What did that mean? She's at the hotel. Where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Ah, endlich eine Spur! Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. Wir müssen weg sofort. Hör auf, wir müssen einen kühlen Kopf wahren, dann kämpfe ich mir den Weg alleine frei, wenn es sein muss. I'll fight my way out alone then. Calm down. Don't tell me to calm down. We're trapped, damn it. Lee's right, Krista. Do you think that worked? I don't know. I hope so.
I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? Oh, die wollen wir auch nicht in Leckstein around here, let's see. He looks fine to me. Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Wenn das da draußen wirklich Duck war. Ja, vielen Dank auch, Kate. I'm really glad I got you looking out for me. For Clem. This is just fucking great. Relax, Lee. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up Ja, dann mach mich then doch kill einfach me, kalt. You son of a bitch, okay? Don't even fucking hesitate. I will. You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Wenigstens hat er meins nicht kaputt gemacht. Ich hätte das hätte ich nie gemacht, Kenny, das über. It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on Alcatraz here. We can't spend the next 3 months digging through a wall. If the rest is as dilapidated as this, we might not have to. Let's see. Mach mal ein Loch rein da. Tritt mal drauf, komm. So, komm. Und zack. Bam. Das muss doch gehen. Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Es tut mir leid, bleib weg von mir. Ich wollt ihm nicht wehtun, ja. Sorry. Me too. I get it. Go sit down. Oh, das staubt wie Sau hier. Das wollte ich wirklich nicht. Aber der hat mich aufgeregt, der Kenny. Dachte er, dann kill mich doch gleich. Verdammt. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us. Which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. Hatte ich auch. An meiner Stelle wärst du 30 Zentimeter größer, mache ich. Ja, hatte ich auch. The fucking thing, it happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Aha. Keiner Raser. Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone too. What do you think the odds are of that? I don't know. Keine Ahnung. Everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? Wir holen einfach nur Clem, sonst nichts. Wir finden heraus, wer es ist, warum es tut. Genau, den mach ich kalt. Never takes anybody from anyone again. World's got enough evil in it. And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Ich will, dass ihr sie aufnehmt. Ich will, dass Kenny sich um sie kümmert. Findet, ja, ich kümmert euch um sie. I want you guys to take her. Stop it. Du und Krista werden sich das merken. I'm serious. You'll be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? What about him? Er wird zu sich finden. Was meinst du? Wir müssen ihn unterstützen jetzt. Gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No, that was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Wenn ich für den Tod von Kenny behandle, ihn schrecklich, hoffe er macht das nicht nochmal. Kenny's been horrible to her. He blames Ben for his family's death, and it's just more complicated than that. Well, seems like it got through to Kenny, whatever that's good for.
All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon. You can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. That, feeling any better? Was meinst du, verdammt? Fühlt sich immer noch an wie frisch abgehakt. Ich krieg das schon. Ja, fühlt sich immer noch an wie frisch abgehakt. Still feels pretty recently chopped. So now Kenny feels about as, good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it help at all? Na, sag doch mal. I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. Alles wird gut, kein Grund, gefühlslosig zu werden. Es geht ihm gut, well, okay. Ja, as alles wird gut, Ken. Also für euch auf jeden Fall. Für mich wahrscheinlich nicht. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Vielleicht solltest du zukünftig netter zu ihm sein. Du hast recht, ihn zu hassen. Er will sterben. Ja, will er wirklich? In Crawford. What's that now? When I had him there, in my hand. He wanted me to drop him. He asked me to. Oh, Jesus. What? I'm glad it was you making that call and not me. Der hat mich ja noch so angeguckt und der wollte ihn ja fallen lassen. Ich soll ihn fallen lassen, so. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. See that lump on his face? You did that? Meida. Schnee von gestern. Du bist immer noch ein Arschloch. Tut mir leid, falls ich Leid verursacht habe. Ja. Sorry for hurting you in any way, Kenny. Ich weiß, dass du schätzt. Life without causing some sort of pain. But sometimes I can't help but wonder if I could have caused a little less. Habe ich mir auch schon gefragt. Doc. Well, cheers. Auch für die Schmerzen ist gut, komm. Nein, die hat ein Kind. Die kriegt ein Kind, die kann nicht saufen. Genau. Oder? Boah, die halbe Flasche ist weg! I'm through! Ah, super, Omid. Klasse. No walkers. Things are looking up. Klasse, Omid. Hast du gut gemacht. Oh, die hört dir das da unten. Everyone keep a goddamn eye out. So, wo sind wir denn hier? Was ist das für ein Haus hier? This place seems pretty sealed off. Well. Allerdings. Die haben sich erschossen. Das war vielleicht die richtige Wahl. Gehen wir weiter. Wie konnten sie das tun? Ja, keine Frage, aber... Ja, langsam habe ich das Gefühl. Also. All the people we've seen go. They got to do it their own way. Sie konnten wenigstens selbst entscheiden. Don't you say that. You stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. Ja, ich vielleicht auch. Du hast alles getan, was du tun konntest. Sie hätten alle mehr tun können. Vergiss es. Ja, du hast gemacht, was du konntest. Ich auch. No, Lee. I could have been a better husband. Better father. Could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Oh, die sehen auch so scheiße aus. Guckt euch die mal an. An sie totes Paar. Lee, you okay? Yeah. Let's keep at it.
fährt mir jetzt schon in die Knochen, die zwei da. Schaut euch das an. Also ich denke halt nur, warum habe ich das auch angeklickt vorher? Die konnten wenigstens selbst entscheiden, wie sie sterben und wurden nicht gefressen oder gebissen, weil diese, er sieht ja immer, merkt ihr das, er sieht immer schlechter aus. Da ist auch eine Tür, sehe ich jetzt gerade. Der sieht immer schlechter aus. Und vielleicht hat es das, aber gut, es immerhin hat es die Sache verlangsamt. So wie es aussieht, sonst wäre ich wahrscheinlich schon, es würde ich wahrscheinlich schon so aussehen hier. Streets are full. Hundreds of them. Und jetzt kann ich das aufmachen. I'm not going out this window. Okay, nein. Aber erstmal mit Kenny noch, wenn ich gerade. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Okay, ich dachte, du hättest was zu sagen. Hätte ja sein können. Gibt's hier noch was? Irgendwas? Eine Waffe oder ein Messer? Das Hackebeil hat er. Ja, das hat er eingesteckt. Weil ihr wisst ja, mit so einem Hackgerät, Axt wie auch immer, Beil, da ist er saumäßig gut, der Lee. Das macht er immer mit einem Schlag. Wobei mit der Pistole, das bin aber mehr ich wie der Lee, da kann ich eigentlich auch recht gut. House is full too. Stay quiet. Ja, leise sein, da sind die Scheiße dran. Fuck. So, Christa. Hast du was gefunden? I guess Crawford would have gotten them anyway. Sei doch leise. Die Scheiße sind da gleich hinter der Wand. Da ein Fernseher ist hier. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch Kung Fu movies. Ja, kannst du Kung Fu? Christa sagt, was kannst du Kung Fu? Aber deine Eltern vielleicht oder so. Habt ihr Bruce Lee-Filme habt ihr wahrscheinlich geschaut und so. Vielleicht hat sie doch was in Erinnerung oder so. Da kann sie einen geilen Move hinlegen, damit die Walkies kommen. So, hier gibt's Gemälde. The world once felt this peaceful. Ja, das ist lange her. Also es kommt mir vor wie 100 Jahre, echt. Dabei eigentlich, das sind ja nur wenige Wochen. Nein, wenige Monate. Also so 3-4 Monate müsste jetzt das Ganze ja sein. Ihr habt es gehört vorher mit Kenny, als wir da über Ben gesprochen haben. Da hat sich ja jetzt wieder einiges... Abgründe haben sich da aufgetan. Also nicht nur beim Glockenturm, sondern da, wo er das erzählt hat mit seiner Familie. Jetzt habe ich ja das erste Mal so richtig wirklich was erfahren über den Ben. Und ja, mir hat schon leid, der Kleine. Und da mit dem Boot, da konnte er nichts dafür, weil die waren zu 6 oder so. 5, 6 waren das. Aber was hätte er da... Hat ja, glaube ich, nicht mal eine Pistole, der Ben. Was hätte er da machen sollen, oder? Die haben ihn ja auch eingesperrt da. Oh, und jetzt kommt mir gerade in den Sinn. Jetzt wissen wir auch, was Vernons Gruppe da für einen Plan hatte, diese Schweine. Die wollten unser Boot stehlen. Die Drecksäue, echt. Die Drecksäue. Dabei hätten wir den Vern noch mitgenommen. Und sogar die fette Kuh da, ihr habt die ja alle gemacht. Und habt ihr mitgekriegt. Die Brie, die habe ich zerstückelt, habe ich hier in den Schädel gerammt. Blöde Kuh, die wollte mich ja unbedingt umlegen lassen von Vernon. Jetzt weiß ich auch, warum die Gruppe sofort einverstanden war, hier mitzu... Die hatten das vielleicht schon von Beginn an vor, uns auszunehmen. Die hatten das vielleicht schon von Beginn an vor, dass sie uns irgendwie beklauen wollen oder so. Oder uns umlegen und uns alles wegnehmen. Kommt mir jetzt nur so in Sinn. Oder was denkt ihr? Also ich habe so den Eindruck, so, dass das vielleicht das... Ein abgekatertes Dreckspiel war hier. Jetzt wisst ihr, was dieses Now It's Time, was das für eine Bedeutung hatte. Die hatten ja anscheinend vor, uns da eben das Boot wegzunehmen. Haben sie auch geschafft. You still with us, Ben? Yeah, Lee. I just wanna help. Das willst du immer, das weiß ich doch. Auch wenn es immer in die Hose ging. Da, Medaillon. What do you call this thing? Huh? Art? Aha. Sprich mit Omid. It's sick, but think of all the pain they avoided. Das habe ich eben auch gedacht. Und eben, sie konnten es vor allem bestimmen. Might be the way out. Ja, das ist nicht nur könnte, das ist der Ausgang. So, raus hier!
Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Ja, was ist Kreuzball? Es ist ein Kreuz mit diesem Balkon. Der ist nämlich viel zu klein. Pass auf, Lee. Pass auf. Mit deiner einen Hand. Ach, der schafft das sogar. Ich staune. Ohne mein Zutun hat er sich darüber geschwungen. Das ist ein richtiger Spider-Man ist aus dem geworden. So, komm, hilf denen mal da. Nicht, dass mir noch einer abstürzt hier. Komm, hilf dem mal. Oh. Ben, pass auf. Der Balkon fällt gleich ab. Pass auf. Komm, spring. Nein, Ben. Me in my fucking mouth. Holy fuck. What are we gonna do? Kenny und ich machen das. Jemand muss zurückbleiben, nur für den Fall. Halt die Augen auf. Ja, Kenny und ich machen Kenny das. Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. Komm, wir holen den rauf jetzt, wenn er noch lebt. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Oh, der lebt noch. I'm okay. Oh, der hat sich bestimmt alle Knochen gebrochen. I'm okay. Alles just get me out of here. Ja, leise. Shh, quiet, Ben. Jetzt kommen die. You'll be on top da of kriegen us. Wir dich hier nicht weg. Yeah, try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Really? I thought you... Nein, wir helfen dir. Was hast du denn gedacht? Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can, Ow! Oh! Oh, Ben. Oh, jetzt merkt er das erst. Er ist verloren. Hol ihn runter. Er kann leise sein. Ja, oh, komm. Just yank him off that thing. What? Fast. Like a Band-Aid. Do you think... Oh. Haut ab, ihr Scheißer! Verdammt! Fuck! Oh God, don't let them get to me! Das können wir nicht machen. Do you have any bullets left? This has only got one left in it. Just a few. Give them to me. What are you gonna do? Give them to me and get the hell out of here! I'm not leaving you. Go! Nichts da! Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! What the fuck, Kenny? Lee, it's okay. Nein, Ken. Okay, tschüss, Katja. Genau, Katja wäre dagegen. Katja wouldn't want this. Damn it, Ken! Yeah, she would. I either save the kid or I get to see her. Either way. Now get oh, back nein, up there. Der wird da jetzt nicht drauf gehen. Jetzt macht doch inne, was wartet ihr? Go get that girl. Back, you sons of bitches! Damn it, Ken! Yeah. God damn it! Oh, fuck! Kenny! What happened?
Oh, sie sind tot. Ich habe versucht zu helfen. Ich konnte nichts machen. I couldn't do anything. Ben was really messed up. Kenny couldn't leave him and it was just fucked. Ja, das ist mehr wie beschissen. God damn! God! I heard a shot. Kenny hat Ben erledigt. Er hat sich gewehrt. Wir brauchen mehr Kugeln. Ja. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had. Dass sie ihn wenigstens nicht lebendig gefressen haben. What? It was Ben's biggest fear, you know. Ja, Kenny hat er ja had gesagt. One bullet and that's how he used it. Und sich God, selber? Poor fucking kid. Ich hätte Kenny wenigstens... ich weiß auch nicht, der hätte mich rum... Der hätte ihn doch erschießen können und mit mir hier hoch. Warum ist er denn da geblieben? Ich verstehe das gar nicht. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. Er hat getan, was er tun musste. Naja, vielleicht ist er gekommen, er war kein schlechter Kerl. Ja, er hat gemacht, was er musste. He did what he had to. All the way to the end. We should go. Right behind you. Bis zum nächsten Mal. Bye.